So, hallo ihr Lieben, endlich komme ich dazu, ein Video in Kunst für euch zu machen. Und zwar geht es heute um Farben, wie man Farben mischen kann, wie eigentlich die Farben entstehen, mit denen wir malen. Und zwar finden wir heraus, wie eigentlich alle Farben aus den paar Grundfarben entstehen. Und erstmal zum Material, was ihr jetzt zum Mitmachen braucht. Und zwar braucht ihr euren Tuschkasten, der sieht ein wenig anders aus als meiner. Ich habe nicht so einen Tuschkasten wie ihr. Also einfach den Tuschkasten, dann braucht ihr die Rückseite von eurem Deckel. In jedem Tuschkasten gibt es eigentlich auch immer Formen, wo man Farben mischen kann. Ich habe mir jetzt diese drei Schälchen genommen, das geht auch. Aus dem Tuschkasten braucht ihr eigentlich nur drei Farben, aber dazu kommen wir gleich, die habe ich mir hier schon rausgemacht. Dann braucht ihr ein Wasser zum Tuschen, schöne Pinsel, am besten schön dicke, vielleicht noch dicker als der. Und ihr braucht ein Lineal, das kann ein Geodreieck sein oder ein ganz normales Lineal. Ihr braucht euer DIN A3 Blatt, das ist jetzt noch hier hinten. Und dann braucht ihr noch ein ganz normales DIN A4 Blatt zum Zeichnen, das darf auch etwas dicker sein. Und ich erkläre euch gleich, wie wir das dann hier vorzeichnen, was hier ist. So, da könnt ihr erstmal alle Sachen holen. Sobald ihr es habt, können wir dann starten. So, ich zeige euch jetzt, wie das Ganze geht. Und zwar geht es darum, ja, aus welchen Farben sich eigentlich alle Farben mischen lassen. Und zwar sind das die drei Grundfarben. Einmal ist das ein schönes Gelb, ein Blau, ein relativ helles Blau, und das nennen wir einfach mal Cyan, und ein Rot, was aber schon ein Pink Stich hat, sage ich jetzt einfach mal. Und das nennt sich Magenta. Es geht auch ein normales Rot. Also was heißt normales Rot? Also so ein schönes, knalliges Rot, wo man sagt, oh, das ist ein Rot. Oder auch ein schönes, dunkleres Blau. Das funktioniert auch. Aber aus diesen drei Farben kann man theoretisch alle Farben anmischen, die wir kennen und mit denen wir malen können. Ja, die Farben, die wir sehen, also auch im Licht, das ist nochmal ein bisschen andere Geschichte. Aber heute geht es ja ums Malen. Und zwar möchte ich als erstes, dass ihr erstmal ausprobiert, wie lassen sich die Farben mischen. Und dafür brauchen wir solche Kästchen. Ja? Die könnt ihr so breit und so lang machen, wie ihr möchtet. Ich habe dafür den Fineliner genommen und ein Lineal. Und zwar sind die kleinen Kästchen hier oben sind immer 4 cm breit und 2 cm hoch. Die Kästen hier unten, also oben drei, unten drei, sind immer 6 cm lang. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ich habe es jetzt so gemacht, die können auch alle gleich groß sein. Und anschließend verbindet ihr diese Kästen mit den Pfeilen unten. Also immer aus zwei Farben mischt sich dann die neue Farbe. Das werden wir auch gleich ausprobieren. Aber als erstes füllen wir erstmal diese drei Kästen oben mit euren Grundfarben, die ihr auch so im Tuschkasten habt. Ja, Gelb habe ich jetzt eben schon aufgetragen. Als nächstes mache ich das mal jetzt mit dem Blau, also mit dem Cyan. Und ihr seht, es ist ein relativ helles, schönes Blau, was eigentlich nicht so aussieht, wie es da aussieht im Dunkeln. Also bei euren Farben ist das eigentlich schon recht genau, dass es auch so aussieht im trockenen Zustand, und es ist eigentlich ganz praktisch, wenn man noch so ein Tuch hat, dann kann man das hier trocken wischen. So, jetzt kommt das Rot. Und ihr seht schon, ja, das ist so dieser typische dieses Magenta-Aussehen. Und versucht einfach mal die Kästen auch so ordentlich wie möglich auszuzeichnen. Ja, ist auch eine schöne Übung, auf jeden Fall besser als ich das mache. So, und jetzt kommen wir auch schon zum Mischen. Ja, jetzt verfolgen wir die Pfeile, also vom ersten Kasten und der zweite Kasten, also Gelb und Blau vermischt sich. Viele von euch wissen wahrscheinlich schon, welche Farbe dabei herauskommt, aber wir probieren es einfach mal. Und wir machen das nicht direkt auf dem Blatt, sondern natürlich in unseren Mischschalen. So, dann nehme ich erstmal ein schönes Gelb, mal vorher sauber machen sollen, und tupft das Ganze hier rein. Es geht jetzt darum, das Verhältnis, also wie diese Farben gemischt werden, möglichst
gleich. Ja, also 50% die eine Farbe, 50% die andere Farbe. So, also ich habe da jetzt so drei, vier Mal schön reingetunkt. Mit euren Wasserfarben geht das besser. Ja, und so, probieren wir mal, was da für eine schöne Farbe rauskommt. Ja, das ist schon ein ganz schönes Grün, erkennt man. So, und ihr merkt, das Blau ist, hat mehr Pigmente als das Gelb. Also gehe ich da noch mit ein bisschen Gelb rein. Und gut funktioniert das auch so mit dicken Farben. Acrylfarben oder Ölfarben, aber mit Wasserfarben funktioniert es auch super. Besonders für die Aufgabe, die ich gleich mit euch mache. So, und diese Mischfarbe, ja, aus diesen beiden Farben, die fülle ich jetzt hier rein. Ja, das ist da schon ein ganz schönes Grasgrün. Auch so ein bisschen matschig. Naja, man erkennt sofort, dass es ein tolles Grün ist. Also, aus diesen beiden Grundfarben, Gelb und Blau, in Klammern Cyan, mischt sich dann Grün. Und zwar sind das hier die Grundfarben. So, das könnt ihr dann natürlich auch so beschriften. Oder auch Primärfarben genannt. Ja, also die ersten Primarstufe nennt sich auch die Grundschule. Und das sind die Sekundärfarben. Schreibe ich einfach mal hier drunter. Jetzt passt es hier nicht hin. Also die Farben lassen sich aus den Primärfarben mischen. Okay, seid ihr bereit für das nächste? Ich denke doch. Und zwar haben wir jetzt Gelb und Magenta. Schreibe ich gleich noch ein. Sehr schön, Farbe. Ja, ich bin gespannt, ob ihr auch so eine Farbe in eurem Kasten habt. Ansonsten könnt ihr dann auch so ein Feuerrot natürlich dafür nehmen. So, jetzt kommt das Blau dazu. Okay, jetzt mache ich einfach mal die letzte. Jetzt habe ich schon in Blau eingetaucht. Na gut, macht ja auch nichts. Oh. Und welche Farbe wird das? Ein tolles Lila. Ganz schön dunkel, aber sieht toll aus. So, und jetzt mischen wir das, was ich eben auch schon machen wollte. Und dann beschriften wir auch alles zu Ende. Nämlich. Das ist doch unglaublich. So, ihr kommt bitte nicht so durcheinander wie ich. Also am besten den Pinsel vorher noch ein bisschen sauberer machen, damit sowas nicht passiert. Ja, und da muss noch ein bisschen Gelb rein, denke ich. Und dann wird das, man sieht schon. Wird schon ein schönes Orange. So, am besten irgendwas drunter legen. Besonders wenn ihr mit dem DIN A3 Blatt arbeitet. Ja, das gefällt mir noch nicht so. Also, ihr könnt dann ganz natürlich auch selber ausprobieren. Ein bisschen zu viel oder zu wenig von einer Farbe und dann noch von der anderen Farbe ein bisschen mehr reinmischen. So,
So, ich mische jetzt hier noch ein wenig mehr Gelb rein. Ja, wird schon besser. Also, so. Jetzt beschriften wir das Ganze noch. Rot. Und lila. Okay. Sehr schön. So, das ist erstmal eure erste Aufgabe. Und dann kommen wir eigentlich schon zu der tollen Kreativaufgabe. Ja. Weil diese drei Sekundärfarben, ja, die können wir auch noch weiter mischen, indem wir zum Beispiel nicht zu gleichen Teilen das mischen, sondern etwas mehr Blau hier zum Beispiel zu dem Rot dazugeben. Und dann wird das Ganze natürlich ein Lila, was aber ein bisschen mehr in das Cyan geht. Ja, und das können wir jetzt mal probieren. Und zwar möchte ich jetzt mit euch, dass wir die Farben direkt auf dem Papier mischen. Ja, und einfach mal gucken, was für Formen dabei rauskommen. So, und dafür können wir unsere schon gemischten Farben nehmen oder nochmal mit den Grundfarben das Ganze mischen. So, da könnt ihr dann immer auf euer Blatt gucken und schauen. Ich gehe nochmal ein bisschen raus. So, das habt ihr nicht gesehen. Ja, also das hier mal als Vorlage und gucken, wie mischen sich die Farben. Ich mache es einfach mal kurz vor und dann reicht das, glaube ich, auch als Anleitung. Und zwar starte ich einfach mal einen schönen Magenta. So, und das Ganze nennt sich Nass-in-Nass-Technik. Das kennt ihr aus der Aquarellmalerei. Das hatte eine Gruppe in der Kunstpassion. Ja, also ein größerer Pinsel wäre jetzt noch schöner. Und das heißt, ihr braucht schon ordentlich Wasser. Ihr werdet sehen, dass sich das Papier ganz schön wellt. Einfach mal probieren. So, und jetzt hätte ich gerne ein Orange. Das heißt, welche Farbe muss ich mit reinmischen? Gelb natürlich. Auf geht's. Ja, das ist jetzt auch gar nicht so schlimm, dass das so dreckig wird, weil ich möchte das ja sowieso vermischen. Und da habt ihr gesehen, da habe ich jetzt schon im Kasten das Orange gemischt. Das wird jetzt hier so ein Blutorangen-Orange. So, dann hätte ich mal gerne ein Grün. So, muss ich aufpassen. Ja, so ein schönes Grün. Also ihr seht, es trocknet doch ganz schön schnell, also schön mit viel Wasser arbeiten. Da sind die Näpfchen etwas klein. So ein bisschen Blau lasse ich da und jetzt gehe ich mit Gelb rein. So, erstmal möchte ich hier das Orange ein bisschen rausbekommen. So, muss ich mich beeilen, nicht, dass das Blau dann trocknet. Ja, und jetzt seht ihr es, hier bekomme ich noch ein schönes Grün raus. Ja, genauso könnt ihr es machen. Und genauso kann ich jetzt mir auch mein Grün hier schnappen. Und versuchen, da noch mit mehr Gelb reinzugehen. Ja, dann ist es immer noch ein Grün, aber wird ein ganz anderes. Ja, so ein schönes, helles Grashüpfergrün. So, und dann hätte ich gerne natürlich noch ein bisschen Lila. Treibe ich jetzt mal ein bisschen.
Ja, also ich habe das Ganze jetzt nass in nass genannt, aber da werden mich jetzt ein paar verbessern, weil eigentlich heißt das ja auch, dass man zuerst das Blatt nass macht und dann die Farbe drauf macht. Aber ja, so kann man es natürlich auch machen, aber dann hat es einen anderen Namen schon ein bisschen. So, und jetzt gehe ich mal mit einem Blau rein. Ja, und hier sieht man ganz tolles Lila, sehr schön. So, daraus könnt ihr natürlich dann direkt auch Bilder malen, ja, oder einfach komplett frei ineinander fließen lassen, verschiedene Formen, auch mal weiß lassen, dazwischen was machen. Ja, und dann könnt ihr nämlich, wenn ihr denkt, ach ja, da habe ich jetzt schon einiges geschafft, ich werde euch in die Teamsgruppe einige Farbkreise reinladen von verschiedenen Leuten, die sich Gedanken gemacht haben über das Ermischen von Farben und über Farbkreise und könnt mal gucken, welche Farben findet ihr denn da wieder? Ja, weil jetzt haben wir ja schon das Grün gemischt und aber auch noch ein dick helleres Grün, wo mehr Gelb drin ist. Ja, und könnt da einfach mal vergleichen, was ihr so findet. Und wer Spaß und Freude daran hat, kann natürlich auch dieses Werk noch weiter, sag ich mal, gestalten. Und zwar habe ich das hier mit einem Alten gemacht. Also das war mein erster Versuch und dann bin ich einfach mit Fineliner oder das war hier eher eine Tintennadel mit einem Tintenfässchen, bin ich reingegangen und habe geguckt, ah, wo kann ich da irgendwelche Sachen erkennen und dann ist es ein lustiges Bild geworden. Ja? Zum Beispiel hier ist ein Hahn drin, hier habe ich eine Raupe gesehen, hier oben eine Qualle, eine antike Tempelstätte und hier springt gerade ein Hühnchen in einen Kartoffelsalat. Ja, solche Sachen zum Beispiel. Und ich finde, hier auf dem Bild kann man auch sofort was sehen. Zum Beispiel könnte das hier ein Schloss sein oder hier sehe ich auch einen Vogel. Und dann nehme ich mir entweder einen Feinliner oder arbeite mit Tinte und kann dann hier einfach reinzeichnen. Ja, das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ist nur so eine lustige Idee. Und oder das Ganze auch auf einem kleineren Papier probieren, ja, wie ihr möchtet. Ja, oder man muss da auch gar keine ganzen Figuren reinmalen, sondern vielleicht mal hier einen Mund, ja, ein Auge. Wer weiß, was da dann alles rauskommt. Ja, also es macht auf jeden Fall Spaß, so da kreativ reinzugehen. Was könnte man hier machen? Hier zum Beispiel ist so eine Form, hier ist so ein Raumschiff, was weiß ich, was man da alles machen kann. Okay, ja, ich wünsche euch viel Spaß und ich würde mich freuen, wenn ihr dann eure Werke abfotografiert und einfach in die Teamsgruppe stellt. Ganz viel Spaß, bis bald, tschüss!